Guten Morgen am letzten Tag der Buchmesse in Frankfurt. Wir begeben uns heute auf die Suche der Geheimnisse. Die Geheimnisse der Buchmesse und die Geheimnisse der Pop-Industrie, weil die Buchmesse ist auch Pop. Ja, was ist denn hier passiert? Was ist das Geheimnis dieser Zerstörung? Auf einmal hat es Peng gemacht, ohne dass wir was für konnten. Ich habe ganz viele Geheimnisse. Raten Sie eins? Das ist Magie, Physik. Ich werde vielleicht irgendwann mal ein Buch schreiben und gucke, ob sich das lohnt. Und alles, was wir noch machen können, wir können alles wegräumen. Und alles, was in irgendeiner Weise an Ware drin war, schmeißen wir alles in den Mülleimer. Sicherheit geht vor. In Vino Veritas, im Wein liegt ja die Wahrheit. Mal gucken, ob es hier ein Geheimnis zu entdecken. Die beiden Kollegen machen die Wahrheit, sind die Wahrheit. Was ist das Geheimnis der Wahrheit? Das sollen wir frühen Morgen schon sagen. Die Wahrheit, also unser Wein, wir kommen aus dem Kaiserstuhl, von der Sonne verwöhnt. Das Geheimnis der Wahrheit. Als besonderen Highlight habe ich unseren ganz tollen Balinger Silberberg Spätburgunder Weißabsekt. Und den kann ich Ihnen gerne mal offerieren. Man muss es mit viel Herzblut machen. Es ist noch ein wenig früh, oder ist das Geheimnis des guten Weintrinkens, dass man das vor 12 Uhr macht? Ich denke mal, man kann morgens auch mit einem kleinen Schlückchen schon anfangen. Und im Laufe des Tages kann man sich ein bisschen steigern, aber alles in Maßen. So, jetzt am Tatzstand Tim Renner und Sarah Wächter. Die haben ein neues Buch geschrieben, das heißt, wir hatten Sex in den Trümmern und träumten. Auch so ein Geheimnis. Jakob Augstein verrät gerade die Wahrheit über seinen rebellischen Geist. Es gibt nicht die Wahrheit der Musikindustrie, aber wenn man wie wir zusammen 30 Jahre in dieser Industrie arbeitet, kommst du gar nicht drum herum, die Wahrheit zu sagen. Da geht dir die Fantasie aus, so viele absurde Sachen passieren da. Entschuldigung, was war denn da drin Geheimnisvolles? Da waren Brötchen drin. Der Titel des Buches ist, wir hatten Sex in den Trümmern. Mhm. Wie wahr ist das denn? Reden wir nicht drüber, oder? Achso, das auf uns bezogen, da reden wir nicht drüber. Nein, aber an meine Frau sei ganz klar gesagt, das ist, der Titel bedeutet natürlich, irgendwie, wir und ich war ja mit dabei, du damals noch nicht, haben diesen Karren der Musikindustrie einmal schön gegen die Wand gefahren. Ne? 50% Umsatzverlust, also wir liegen da in Trümmern und plötzlich geht es wieder los. Also plötzlich kann man wieder Spaß haben, nach vorne gehen, Energie verströmen. Das ist die eigentliche Wahrheit. Viele Geheimnisse wurden gelüftet, einige nicht. Hier sitzen wir im letzten geheimen Ort der Taz. Es ist die Kammer des Taz-Stands, wo man eigentlich gar nicht rein darf. Es riecht nach Kaffee, ganz in der Nähe gibt es noch welchen. Es war der letzte Tag der Buchmesse, wir verabschieden uns und sehen uns nächstes Jahr hoffentlich wieder.